Herzlich willkommen bei der Aufzeichnung des zweiten Kultursalons hier in Bregenz. Gestern wurden die Bregenzer Festspiele eröffnet. Heute befinden wir uns im Vorarlberg-Museum, wo wir ein Gespräch Gerald Matt mit Stefan Sagmeister aufzeichnen. Zwei Bregenzer, die sich hier treffen und über das Leben und über die Arbeit von Stefan Sagmeister sprechen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Gespräch mit Stefan Sagmeister. Sie haben gehört, es ist ein Gespräch im Rahmen der Österreichischen Gesellschaft für Kulturpolitik und auch im Rahmen meiner Sendung Matt spricht mit. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Stefan, dass du Zeit gefunden Dankeschön. Hast. Stefan Sagmeister wurde in Bregenz geboren, das haben wir gehört, hat dann in Wien studiert und ist von Wien nach New York gegangen. Stefan Sagmeister gilt nicht nur in der Designszene, in der ganzen Grafik- und Designszene mittlerweile als Star. Seine Arbeit hat Kultstatus und er hat natürlich auch massiv mit seiner Arbeit, ist er massiv in den Bereich der bildenden Kunst gegangen. Er hat gearbeitet unter anderem für Time Warner, für Guggenheim, für die Rolling Stones, Klienten, denke ich, von denen andere nur träumen können. Und für mich ist er ein Grenzüberschreiter, wie gesagt, zwischen Grafik, Design und Kunst, aber auch zwischen Arbeit und Alltag, mit Themen zum Beispiel, die er in den letzten Jahren intensiv bearbeitet hat, wie mit Glück und Schönheit, natürlich auch einer, der die Grenzen zwischen Leben und Philosophie überschreitet. Sein Cover für Once in a Lifetime hat ihm den Grammy eingebracht. Ein paar Anekdoten, ein Star wie Lou Reed schob die Veröffentlichung eines Kunstalbums auf, nur damit Stefan Sagmeister sein Cover gestalten konnte. Und Stefan Sagmeister liebt es auch, Botschaften zu platzieren, in gewisser Weise auch Lebensregeln. Manche haben zu tun mit dem Tagebuch, aber auch mit Listen, die er führt. Darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Und diese platziert er im öffentlichen Raum, oft sehr groß, etwa Container im Hafen in Hamburg, aber auch auf Würstchen, Kakteen, Affen und allen an anderen möglichen Objekten. Stefan macht alle 7 Jahre ein Sabbatical, also er nimmt ein Jahr Auszeit. Und diesem Umstand verdanken wir auch, dass er heute hier ist, weil nach Mexiko und Japan verbringt er nun einen Teil dieses Sabbaticals im Bregenzer Wald in Schwarzenberg. Stefan, nochmals herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, apropos Sabbatical, du machst eben alle 7 Jahre diese Auszeit. Was machst du in dieser Zeit? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das sozusagen eine Phase der reinen Untätigkeit, des Nichtstuns ist. Nein, also das ist es wirklich nicht. Ich bin eigentlich bei jedem Sabbatical wieder selber von mir überrascht, wenn ich die Zeit habe, wie viel ich damit mit der Arbeit verbringe. Also ich bin in die erste Station bei diesem Sabbatical war in Mexico City. Ich bin am ersten Tag um 7 in der Früh am Schreibtisch gesessen und habe um ein neues Projekt gearbeitet, weil mich das am meisten angemacht hat. Ich hätte natürlich auch aufs Dach raufgehen können, war ein schöner Sonnenstuhl und nichts tun, aber es hat mich einfach das Arbeiten an Dingen, für die ich normalerweise, wenn das Studio auf Hochtouren rennt, keine Zeit habe. Ich glaube, der Hauptvorteil ist, dass es sicherstellt, dass ich meinen Beruf immer noch als Berufung ansehen kann und eben nicht nur als Karriere oder einfach nur als ein Job. Wobei natürlich auch die Städte, die du besuchst, durchaus auch, nehme ich mal an, einen sehr positiven auch Einfluss haben dann auf Absolut. Die Arbeit, anregen, ja. Wie Mexico City zum Beispiel. Absolut. Nicht? Ich glaube, eine Stadt, das man vorher gesagt, die jetzt noch frisch ist, die heiß ja. ist, in der ja. wirklich was passiert, ja. auch an intellektuellen Dingen, aber auch ja. im Bereich des Design. Ja, ja, und im Film natürlich, und Film, in der Kokerei. Oder so. Im Film, würde ich sagen, ist es ganz oben. Die letzten 2 Oscar-Gewinner kamen aus Mexiko, also beste Film-Oscar-Gewinner. Aber die auch im
auch in der Architektur und im Design geht es eben jetzt ab und nicht so wie in New York vor 20 Jahren oder wie in Rom vor 70 Jahren. Ich hätte dann natürlich auch gefragt, muss man sich so ein Sabbatical leisten können? Und vielleicht die Frage, ja, wann konntest du dir das leisten? Aber andererseits hast du es ja fast beantwortet. Man steigert damit letztlich auch die Qualität in gewisser Weise. Also ich glaube, ich war früher immer vorsichtig, das allgemein zu empfehlen, habe aber irgendwann einmal vor einem relativ großen Publikum auf einer relativ großen Webseite einen Vortrag gehalten über die Sabbaticals und habe in der Zwischenzeit wirklich hunderte Leute getroffen, die den Vortrag gesehen haben, meistens online. Und ich frage natürlich immer, wie war es denn? Das hat bisher, von den Hunderten, habe ich noch keine auch nur mittelmäßige Antwort bekommen. Also es hat für alle funktioniert und ich habe mit Leuten gesprochen, die kein Geld hatten, die viel Geld hatten, die eine große Firma hatten, die eine kleine Firma hatten, die Kinder hatten, die keine Kinder hatten. Und das hat für alle in einer anderen Art und Weise funktioniert. Vor kurzem habe ich einen getroffen, der gesagt hat, ich habe, das war mal Sonntagabend, er war jetzt gerade ein Jahr auf Sabbatical und er fängt morgen einen neuen Job an. Und das habe ich natürlich gefragt, was ist denn für ein Job? Und dann sagt er, ja, er ist Chief of Robotics at Google. Also auch als Chef der Roboterabteilung bei Google, wo man denken würde, wenn man da draußen ist, ist man ja weg vom Fenster. Auch der kann sich das leisten, ein Jahr Auszeit zu machen. Also du kannst es jedem nur empfehlen. Ich kann es jedem nur empfehlen und ich habe bisher nur guten Feedback bekommen von Leuten, die es probiert haben. Ich darf jetzt ein bisschen in die Jugend zurückgreifen. Du kommst ja aus, was würden wir in Bregen sagen, gutem Hause. Nicht? Die Eltern haben das führende Textilfachgeschäft oder Kleidergeschäft da in der Stadt und ich glaube, der Bruder führt das immer noch sehr erfolgreich fort. Was würdest du sagen, verdankst du den Eltern und diesem Umfeld? Was war sehr positiv? Was hat es vielleicht auch ein bisschen erschwert? Also ich hatte natürlich den Vorteil, zwei ältere Brüder zu haben. Das heißt, da war überhaupt kein Druck bei mir, dass ich auch ins Geschäft gehen müsste. Oder? Das Geschäft war eigentlich voll, weil der eine Bruder hat die Damen gemacht, der andere die Herren und damit hat sich das eh gehabt. Kinder. Hatte dadurch also im Prinzip freie Berufswahl. Und die Eltern haben das auch mitgetragen? Absolut. Also war nicht so der Vorbehalt, den es oft gibt, wenn Leute in die Kunst gehen oder ins Design, um Gottes Willen, studier was Gescheites. Nein, das war total okay. Ich glaube auch, weil mein Vater eigentlich nicht unbedingt, der hätte andere Talente gehabt, als das Geschäft von seinem Vater zu übernehmen, wurde aber natürlich gezwungen, das Geschäft zu übernehmen. Ich glaube, von dem her war es auch, wollte er da auch nicht unbedingt den gleichen Fehler machen, der ihm passiert ist. Oder ich würde jetzt nicht sagen Fehler, aber mein Vater war sehr sprachenbegabt, der hätte jetzt nicht unbedingt ein lokales Kleidergeschäft führen müssen. Und dann würde ich schon sagen, ein großer Einfluss war Vorarlberg an sich. Die Haltung, wenn man was macht, macht man es gehörig. Das schon auch der Stolz aufs Handwerk und aus dem Handwerk etwas zu machen, das war sicher prägend für mich. Natürlich nicht als 18-Jähriger, weil das war ja die einzige Welt, die ich kannte. Ich wusste ja nicht, dass irgendwo anders ist. Aber du wolltest zumindest auf die Angewandte und du wolltest dort studieren. Ja, absolut. Ja. Ab wann war das klar? Ab wann wusstest du für dich selbst eigentlich, ich möchte sowas machen? Ich glaube, relativ früh, mit 14 oder 15. Ich habe damals bei einer Jugendzeitung mitgearbeitet, Anfang als Schreiberling, Alphorn hieß die. Und so immer im Lustenau und Dornbirn waren die, wenn man es so nennen kann, Redaktionsräume. Ja. Ich meine, das war eine kleine Operation. Und da bin ich halt irgendwann einmal draufgekommen, dass man eigentlich das Layout von der Zeitung mehr Spaß macht als die Schreiberei. Und die
die Redaktion hat auch irgendwelche Festivals veranstaltet in dem Musikbereich oder eine Demonstration hier und da gegen irgendwas. Mhm. Und das brauchte alles grafische Erzeugnisse, ein Poster hier, transparent dort, solche Dinge. Und das habe dann halt ich gemacht, weil ich eh schon das Layout gemacht habe. Ja. Und habe dann aber auch zum ersten Mal gesehen, dass das was bewirken kann. Also, dass wenn wir ein gutes Poster, das richtig ist, für ein bestimmtes Konzert machen und das richtig aufgehängt wird, dass wir dann auch wirklich, obwohl nichts anderes gemacht worden ist, 1000 Leute haben bei dem Konzert. Ja. Also, dass die Dinge einfach funktionieren, das hat man natürlich auch irgendwie an Spaß gemacht. Du kannst was plakatieren und das hat einen Effekt. Mhm. Und von dem her bin ich halt so mit einem Portfolio von selbst gebastelten Plakaten nach Wien gekommen, bin auch gleich aufgenommen worden. Nein, sofort durchgerasselt mit Pauken und Trompeten auf der Hochschule für angewandte Kunst. War dann ein Jahr auf der Wiener Kunstschule, das war so eine ganz kleine Schule im 9. Bezirk. Habe mich dort dann auf das zweite Mal vorbereitet, bin dann beim zweiten Mal durchgekommen. Gibt es ein Kunsterlebnis, das jetzt ein Buch ist oder ein Bild oder auch vielleicht Designerlebnis, aus deiner Jugend, das einschneiden war, das sozusagen den Weg noch verstärkt hat oder ihn geweckt hat, gibt es so etwas? Würde ich sagen, zwei. Eine ist ein wichtiges, was jetzt wunderbar ist, weil von dem hängt eine Kopie hier. Ja. Das war ganz frühes, mit 6 Jahren. Wir waren da immer in Montafon drin, in einer ganz, ganz einfachen Hütte. Und da war eine kleine Kapelle, die immer verschlossen war, wo man konnte reinschauen durchs Gitter. Und da hing ein Motivbild von einer frommen Familie und einer feste feiernden Familie. Und die feste feiernde Familie wird von der Lawine erwischt. Also Himmel und Hölle, Schlafe. Absolut. Ja. Da kommt der Schneelawine runter. Und das war unglaublich angsteinflößend. Ja. Mhm. Also das wird natürlich von der Großmutter gesagt, das wird da passieren, wenn ihr nicht fromm seid. Da kommt die Lawine runter. Und war schon visuell sehr beeindruckend. Und ich habe jetzt gerade wunderbarerweise einen Maler in Bildstein vermittelt durch dieses Museum hier, der mir dieses Bild nachmalt. Also ich kriege eine Kopie davon für New York für Schlafzimmer als das erste eindrucksvollste Bild. Und das zweite war um einiges später, ich glaube mit 15, das war ein Plattencover für King Crimson, Court of the Crimson King. Da ist so ein schreiender Mann drauf, der mich unglaublich fasziniert hat. Auch die Kombination mit der Musik, wir waren King Crimson Fans, aber Musik spielt ja eine große Rolle überhaupt für absolut. Dich. Das die Kombination, so die Visualisierung eines sehr emotionalen, aber an sich nicht visuellen Inhaltes durch das Plattencover. Also das hat mich mit 15 sehr beeindruckt und der Grund, dann wirklich in Wien zu studieren, war schon der, weil ich wollte, das habe ich immer gedacht, das muss ein super Beruf sein, Schallplattencovers zu gestalten. Das war schon mit 15 irgendwie. Also du hast eigentlich deinen Traum wahrgemacht, in gewisser Weise. Ja, es hat also den Jugendtraum wahrgemacht, weil du hast wahnsinnig viele Covers, ganz tolle Covers gemacht. Ja. Hm? Lawinenunglück, kommen wir vielleicht zum Glück, großes Thema bei dir. Mhm. Werde ich etwas später noch intensiver versuchen, mit dir zu besprechen. Aber gibt es ein besonders glückliches Erlebnis aus deiner Jugend, das dir in Erinnerung ist? So spontan. Ja, das sind meistens natürlich ganz kleine Dinge. Also, ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass in der gleichen Sache im Montafon um die gleiche Zeit mit 6 eine Kuh über mich gesprungen ist. Das war kein glückliches Erleben, ich habe geschrien und geweint, ganz wahnsinnig. Aber meine Schwester, meine älteste Schwester Christine, hat mir eine große Milka-Schokolade gegeben, für das als Trost, dass die Kuh über mich gesprungen ist. Und an die Milka, an die große, die kann ich mich immer noch erinnern. Ja, das war bei uns ganz selten zu Hause, weil bei uns zu Hause hat es nur Kochschokolade gegeben, weil die Mutter so gespart hat. Vorarlberg. Und also eine richtige Milka noch dazu, eine große, war ganz was Besonderes. Du, apropos Vorarlberg, du hast ja auch schon einige Projekte hier gemacht. Mhm.
Kunst aus Bregenz zum Beispiel, und da war, glaube ich, ein Satz dabei, der hieß: Complaining is silly, either act or forget. Mhm. Das ist ein Satz, würdest du sagen, der maßgeblich kulturelle Unterschiede zwischen den USA, Amerika und Österreich transportiert. Also die Sätze sind ja immer relativ präzise in der Aussage und dann relativ interpretierbar in der Umsetzung. Also wir haben den Satz zum ersten Mal umgesetzt in Portugal auf einer Plakatwand, ja, die dann von selber verschwunden ist, ja, also weil wir sie mit Sonneneinstrahlung gedruckt haben, gedruckt unter Anführungszeichen. Ja. Das heißt, es hat sich aufgelöst, es ist einfach verschwunden. Ja, ganz genau. Mhm. Und dann haben wir sie nochmal hier gemacht mit der Reflektfolie, also auf diesen, ja, Kunsthaus Bregenz Billboards entlang der Bahnhofstraße, die, wenn sie angestrahlt wurden von den Autos, sehr stark aufgeleuchtet haben. Und dadurch, dass sie in Bregenz waren, haben wir sie auch in den Bregenzer Dialekt übersetzt, weil es mir komisch vorkam, jetzt, weil doch viele Bregenzer wissen, dass ich von hier bin, da in Englisch zu sprechen oder zu kommunizieren. Kannst du es auf Vorarlbergerisch, Bregenzerisch sagen? Jammerer ist blöd, man sollte etwas tun oder es vergessen. War also, das passt aber eh ganz gut zu Vorarlberg. Das passt gut, ja, passt gut zu Vorarlberg. Das war dann auch wegen der Reflektfolie eine teurere Produktion, als wir zuerst angenommen haben. Und darum hat das Kunsthaus Bregenz nachher dann einen Cousin von uns dazugeholt, der hier eine Käsefabrik hat und der dann die teurere Produktion bezahlt hat. Und sich aber mit sich dann herausgenommen hat, natürlich, oder gesagt hat, die alten Plakatwände kriegt er dann, und das war mir natürlich recht, die hängen jetzt über einer Käsefabrik und haben natürlich wieder eine ganz andere Aussage über der Käsefabrik, so über dem Fabrikstor, die haben immer recht blöd, man sollte etwas tun oder das vergessen. Schön. Ja. Du hast ja ein Stipendium erhalten für New York, bist dann auch noch New York gegangen, einfach dort geblieben. Mhm. Und war das auch in gewisser Weise die Realisierung eines Traumes? Und zum Zweiten die Frage, wie war New York zu dieser Zeit? War es schwer für dich am Anfang? Also das war, ich würde sagen, so mit 16, 17 hatte ich immer einen Traum, in einer Großstadt zu wohnen, ganz sicher. Kommen aus Bregenz, ich wollte immer in einer Großstadt. Ja. Habe deshalb in Wien studiert oder zum Beispiel nicht in München, also oder nicht in Innsbruck oder, nicht oder in Innsbruck. So oder Graz oder was es gibt. Ja. Mhm. Und bin natürlich relativ schnell drauf gekommen, dass Wien nicht eine richtige Großstadt ist. Oder? Wien sind 23 Kleinstädte, die sehr eng aneinander platziert sind und wo dann die Möglichkeit gleich nach dem Studium entstanden ist, mit Stipendium nach New York zu gehen, habe ich die natürlich sofort verwendet, weil New York schon irgendwie, obwohl es nicht die größte Stadt der Welt ist, aber schon im Prinzip so das Logo der Metropole darstellt. Oder? Also jetzt gerade im Vergleich, sagen wir mal, New York ist viel mehr Metropole als Tokio, obwohl Tokio dreimal so groß ist. Ja gut, weil es auch multikulturell ist, weil es die ganze Welt zusammenfasst. Ja. Mit der Skyline und allem, schon irgendwie ein Logo für die Großstadt. Ja. Und ich hatte schon ein sehr glücklicher Anfang dort. Zum einen hatte ich ein voll bezahltes Stipendium, hatte also keine Geldprobleme. Ich bin dort hingekommen 1986, wo New York sehr günstig war, also man konnte sich praktisch überall, meine Wohnung hat $400 gekostet, also das war noch heute sehr undenkbar, bezahlbar. Das heißt, die Betriebskosten nicht. Absolut. Also es war leistbar. Es war leistbar und es war so günstig, dass es auch dass es viele andere Leute gab, die im Prinzip im größeren Kunstbereich gearbeitet haben, aber sich mit einem Halbtagsjob ein Leben verdienen konnten. Darum gab es relativ viele Leute, die was gemacht haben. Die Szene war relativ jung, oder? 86. Ich habe jetzt einmal eine Karte gesehen, nicht, dass ich die alle gekannt hätte, aber ich habe jetzt einmal eine Karte gesehen, wo hat wer gewohnt im East Village 1985. Ja. Und ich meine, das waren die Top 100 Künstler Amerikas. Also wirklich vom Seid Wombeli bis zum Liechtenstein, bis also alle.
waren da irgendwie auf relativ kleinstem Fuße. Ich war natürlich Kunststudent, also ich habe da nicht jetzt unbedingt den Zugang gehabt zu denen. Liechtenstein hast du ab und zu gesehen auf der Straße, aber die Szene war sehr, sehr stark. Es war auch, und das muss man auch sagen, es war auch relativ gefährlich. Also ich habe vor einem großen Heroin, also auf unserer Straße war ein großer öffentlicher Heroinmarkt, wo jede Nacht die ganzen verschiedenen Heroinmarken laut ausgerufen worden sind. Wo warst du, im East Village? ABC, ja. Ich war zur Verlängerung von der B, ja, unterhalb der Hausten, also relativ wilde Gegend. Das war anfangs aus Österreich kommend sehr spaßig, weil das war halt alles wie im Film. Mit der Zeit, also ich könnte sagen, wenn New York so geblieben wäre wie damals, würde ich nicht mehr dort wohnen. Vermisst du es aus heutiger Sicht? Nein. Die Zeit? Nein. Nein. Ich finde, das war eine Zeit, die damals gepasst hat. Mhm. Und mir kommt vor, ich bin mit New York erwachsen geworden. Also ich wäre sicher nicht mehr dort, wenn es immer noch so wäre. Ja. Und ich verstehe natürlich auch, oder es gibt natürlich mit der unglaublichen Sicherheit, die gekommen ist. Ich kenne heute niemanden, keiner meiner Freunde, dem ist irgendetwas passiert in den letzten Jahren, also was Kriminalität anbelangen würde. Es sind natürlich auch Nachteile gekommen, eine unglaubliche Verteuerung, sehr schwierig für junge Leute, jetzt dort zu wohnen. Also ich verstehe das auch alles. Weil du hattest ja noch Zeit. Ja. Durch absolut. Das, dass es günstig war. Absolut, also ich bin zur idealen Zeit gekommen. Und heute schwieriger. Ja, absolut. Also wenn man jetzt ein Bregenz sich in New York Fuß fassen möchte, wäre also gerade als Student oder als junger Künstler wäre viel schwieriger. Ja. Von den Preisen her musste man halt irgendwo ganz außen in Queens wohnen. Mhm. Und dann stellt sich halt die Frage, ob es sich dann rentiert, wenn man eine Stunde mit der U-Bahn hinein braucht. Du hast ja sehr schnell eigentlich Erfolg gehabt. Ab wann konntest du wirklich leben von deiner Arbeit in New York? Ja, am Anfang war es ganz einfach, weil ich natürlich ein Stipendium hatte. Mhm. Konnte man dadurch die Jobs so aussuchen nach Qualität, nicht nach wie viel sie zahlen. Mhm. Ich war ein Jahr zurück dann in Österreich, habe einen Zivildienst gemacht, war dann 2 Jahre in Hongkong, habe dort sehr gut verdient, weil ich ein Studio aufgemacht habe für eine Werbeagentur und bin dann zurück nach New York. Also konnte ich immer davon leben. Und die Firma hast du aufgemacht, dann hast du nach New York gingst? Als ich zurück nach New York war, habe ich zuerst ein halbes Jahr für meinen Lieblingsgrafiker gearbeitet, für den Tibor Kallmann von M&Co. Und habe dann das Studio aufgemacht. Das Studio hat eigentlich relativ flott funktioniert. Mhm. Also wir haben von Anfang an verschiedene Sachen haben besser funktioniert wie andere. Also es hat eine Zeit lang gedauert, bis wir wirklich Grafik für die Musik gemacht haben, weil die Plattenfirmen natürlich da auch Beweise brauchten, dass man das auch kann und auch durchziehen kann und mit den Musikern auskommt und so weiter. Aber das hat, ich würde mal sagen, als Business von Anfang an funktioniert und als vom Standpunkt her gesehen, dass wir wirklich das gemacht haben, was wir eigentlich machen wollten. Mhm. Also das war damals natürlich Design für Musik. Vielleicht nach einem Jahr oder nach eineinhalb Jahren. Du hast ein Buch auch gemacht, das heißt Things I Have Learned in My Life So Far. Oder sind Sätze des Tagebuches drinnen, also du führst ein Tagebuch offenkundig. Mhm. Ja. Wie autobiografisch ist die Arbeit? Wie sehr fließt das ein? Ja? Also die ist hundertprozentig autobiografisch und ist auch nicht, also die ganzen Sätze, die da drinnen sind, kommen aus dem Tagebuch, sind nicht zynisch oder ironisch gemeint, sondern sind genauso gemeint, wie sie geschrieben sind, im Prinzip kam die ganze Serie so zustande, dass wir einen Kunden hatten in Paris, der gesagt hat, wir haben einen Haufen Plakatwände, mach irgendwas. Ja. Aber das war komplett wurscht, was es war. Also ich hätte zum Beispiel dieses Wasserglas abfotografieren können und geschickt und es hätten es plakatiert. Also völlige Freiheit. Totale Freiheit. Was ja eigentlich im Geschäftsleben selten ist. Sehr normalerweise selten. Als dann Auftraggeber, der auch klare, also sowas ist
eigentlich carte blanche, das ist fast eine künstlerische Freiheit. Wie ist es? Und das hat mir große, große Schwierigkeiten bereitet. Weil ich natürlich nicht, ich war es nicht gewohnt, so zu arbeiten. Ich habe natürlich den Job sofort angenommen, weil man gedacht hat, das ist super, kann man machen, was man will. Mhm. Aber es ist lange nichts eingefallen, was ich mit der Freiheit jetzt anfangen soll. Und es war eigentlich fast so ein Verlegenheitsgriff, dass ich auf der Suche, was soll ich denn da machen, wenn ich machen kann, was ich will, ist mir die Liste aufgefallen im Tagebuch, die ich irgendwann davor mal als private Liste einfach hingeschrieben habe, was weiß ich eigentlich bisher, von was bin ich überzeugt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich eins von denen Dingen, weil da weiß ich zumindest, dass ich es wirklich gemeint habe, weil ich lüge mich ja normalerweise nicht selber an im Tagebuch. Und dann haben wir einfach einen Satz genommen und den auf die 5 konsekutiven Plakatwänden plakatiert. Und ich hätte eigentlich wieder drauf vergessen, mir ist das damals relativ selbstbezogen vorgekommen, wenn man nicht andauernd von diesen Wänden, die Firma, die das zur Verfügung gestellt hatte, denen hat es gut gefallen und dann haben sie es nicht nur in dem Park, wo es ursprünglich vorgesehen war, sondern auch auf den Autobahnen plakatiert. Also was in den Autobahnen war, dann immer Everything I do always comes back to me auf 5 Plakatwänden. Und da haben wir viel Feedback bekommen. Also wir hatten Briefe bekommen von Leuten, die es gesehen haben, sie möchten einen Druck davon, um sich aufs Klo zu hängen. Aber es gab Feedback. Und erst von dem Feedback her war dann okay, es gibt ja eine ganze Liste, probieren wir ein zweites Mal. Und das zweite, wir hatten aus Zufall das zweite Mal einen ähnlichen Kunden, der gesagt hat, wir haben 6 Doppelseiten in einem Magazin, macht es irgendwie was. Aber das ist fast schon der Sprung eigentlich zu einer künstlerischen, freien Arbeit. Also das erste Mal in deiner Arbeit selber. Ja. Also von der Auftragslage sicher näher von dem. Ja. Mhm. Ja. Du machst ja auch Listen. Mhm. Nicht? Obsession, die du, glaube ich, sogar mit David Byrne teilst, ist es so ein sich versichern müssen, absichern müssen? Hat das mit einem Kontrollfreak zu tun oder was führt dich zu diesen Listen? So? Also ich glaube, es gibt verschiedene. Also sicher irgendwas ist Ordnungsliebe. Mhm. Also das kommt wahrscheinlich aus Vorarlberg. Da sind wir ja sehr nahe am Schwabenland und auch an der Schweiz. Ja. Eine andere ist Entscheidungshilfe, die ich auch teilweise überschätzt habe, die Wichtigkeit der Liste in der Entscheidungshilfe. Also ich habe die zeitweise sehr häufig eingesetzt, bin aber drauf gekommen, dass es doch immer nur wieder auch mit einer ordentlichen Liste ein Schnappschuss dieser Zeit ist und dass es trotzdem keine langzeitgültigen Dinge daraus kommen. Bin jetzt ein bisschen vorsichtiger mit der ganzen Listenmacherei, führe aber noch eine relativ regelmäßig. Die eine wäre? Das ist... Ist das die Glücksliste? Es ist eine Liste, wo ich mir jedes Jahr so zwischen 10 und 12 Dinge aufschreibe, von denen ich denke, die sollte ich machen oder sollte ich, entweder die sollte ich machen oder sollte ich besser werden oder sollte ich mehr tun in der Richtung. Und da bewerte ich mich einmal jede Woche. Wie in der Schule, von 1 bis 5. 1 war ich super, 5 bin ich schlecht. Und das lässt sich auch relativ gut vergleichen, wie gut die Woche war. Wenn ich auf der Liste, wenn ich in der Woche lauter Einser bekommen habe, war es meistens eine gute Woche. Also es entspricht dann auch den Glückswertungen. Das gibt's ja auch. Wobei ich die Glückswertungen nicht mehr mache, seit der Film fertig ist. Okay, gut. Zu dem kommen wir noch dann. Ja. Du hast ja ein bisschen gesagt, was Design für dich und dein Leben bedeutet, weil du hast gesagt, es ist eigentlich immer noch Berufung und nicht nur Beruf. Was kann Design für andere bedeuten? Wie wirkt sich Design deiner Meinung nach auf die Gesellschaft aus? Ja, das ist relativ einfach zu beantworten, oder? Wir wissen, dass die Mehrheit der Menschen in Städten lebt. 53% oder 55%. Und immer mehr Leute. Ja. Wenn ich derzeit in einer Stadt wohne, wurscht, ob das jetzt Bregenz oder Wien oder New York ist,
kann man sagen, dass 100% meiner Welt gestaltet sind. Weil das ist auch jeder Park gestaltet, aber natürlich die Stadtplanung, die Planung des Platzes, das Haus selber, das Podium, auf dem wir sitzen, die Stühle, der Anzug, das Hemd, es ist alles gestaltet. Und alles von diesen Schritten ist von einem Designer gemacht oder einer Designerin gemacht, als ob das jetzt die Stadtplanerin ist oder der Designer von deinem Ring, aber es ist alles gestaltet und das kann natürlich gut oder schlecht gemacht sein. Aber ich glaube, ich könnte jetzt mal sagen, das Design hat den gleichen Einfluss auf den Stadtbewohner wie die Natur auf jemanden, der im Regenwald wohnt, hat. Und also einen riesigen Einfluss. Und ich merke das ja auch selber, oder das lässt sich auch relativ leicht beweisen, wie ich mich selber nicht nur anders fühle, aber auch anders verhalte, je nachdem, wie dieses Ding gestaltet ist. Ganz klar. Oder? Also man sieht das, wir kennen beide, weil wir beide relativ in New York näher dran wohnen, das Phänomen der High Line. Ja, klar. Ein sehr sorgfältig gestalteter, sehr dünner Park im vierten Stock, eine ehemalige Transportlinie. Ja. Und also ich renne jeden Morgen um 7 auf der Highline. Ich habe noch nie ein weggeworfenes Papierchen oder einen weggeworfenen Plastikbecher oder so auf der Highline gesehen. Noch nie in 5 Jahren. Und sobald ich die Highline verlasse, 5 Meter davon, da liegt der Abfall links und rechts. Das sind die gleichen Leute. Und weil die Highline wegen ihrer Gestaltung so gemacht ist, dass man verhaltet sich anders. Man hat Respekt. Ja. Respekt, weil sie, glaube ich, sogar ein Naturpark. Ja. Und das funktioniert. Ja. Ja. Man sieht es auch in New York ausgezeichnet. Mhm. Es gibt zwei große Zugstationen. Penn Station, ja. 70er-Jahre-Bau mit niedrigen Decken oder Grand Central, ein 19. Jahrhundert-Bau. Wenn man da reingeht, man fühlt sich anders. Ja. Und man sieht es gibt da relativ gute wissenschaftliche Arbeit, die untersucht, ob die Tweets, die aus Grand Central oder aus Penn Station kommen, positiv oder negativ sind. Es kommen viel mehr negative Tweets aus Penn Station wie aus Grand Central. Also wir fühlen uns anders und wir verhalten uns anders, je nachdem, wie unsere Umgebung gestaltet ist. Da sind wir fast schon bei dem, was ich dann auch noch wirklich besprechen möchte, nämlich die Verbindung Design, Glück und Schönheit. Denn natürlich fühlt man sich in der Grand Central wohler. Ja. Sie ist einfach auch schöner. Ja. Ja. Als die Penn Station. Absolut. Ja? Absolut. Du bist jetzt doch viele, viele Jahre in dem Bereich Grafikdesign tätig. Was hat sich für dich verändert in diesem ganzen Business, ja? Zum Guten und zum Schlechten? Ja. Also ich glaube, im Design insgesamt, der größte Veränderer ist immer die Technologie. Ja. Also das war natürlich vom Steinbeil angefangen, über die Keilschrift bis zum Erfindung des Drucks durch den Gutenberg, dann natürlich die Einführung des Digitalen, war eigentlich immer die Technologie, die dann die Welt des Designs oder der Gestaltung verändert hat. Oder? Je nachdem, was technisch möglich war, ob man halt mit der Feder geschrieben hat oder ob es gedruckt worden war, hat sich radikal die Gestaltung von dem verändert. Und es gab sicher niemals so starke, so schnelle Veränderungen wie in den letzten 30 Jahren, in denen ich jetzt als Designer tätig war. Oder dass sich von einem relativ doch noch von Hand getriebenen Feld, wo ich zur Schule gegangen bin. Also wir haben natürlich auf der Hochschule für angewandte Kunst alle Techniken gelernt, von 7-Punkt Helvetica-Schrift mit dem Pinsel malen bis zu Siebdrucken und noch die Lithografie und so weiter, in eine sehr digitale Welt mit großen Vorteilen und großen Nachteilen auf beiden Seiten. Zu den Nachteilen würde ich zählen, dass der Beruf an sich für viele Leute langweiliger geworden ist, weil er natürlich
von davor musstest du auch schon, weil viele der Techniken entweder gestunken oder dreckig waren, von einem Raum in den anderen wechseln. Und es gab einfach, es war natürlich ein großer Unterschied, ob ich heute in der Früh irgendwas mit den Pinseln gemalt habe und am Nachmittag Sieb gedruckt habe und dazwischen irgendwas Geometrisches aufzeichnen musste. Und diese Person sitzt heute nur vor dem Schirm. Aber für dich ist es nicht langweilig geworden? Nein. Ja. Also ich glaube, der wahnsinnig große Vorteil ist, dass es das Feld viel größer geworden ist. Ja. Also wir, wenn ich mir jetzt nur das letzte Jahr anschaue, oder? Wir können an einem Tag, am gleichen Tag war ich involviert mit unserem Dokumentarfilm, mit dem Happy Film. Ich war involviert in irgendeiner Website-Gestaltung. Ja. Ich war involviert vielleicht mit irgendwas, mit Visitenkarten, aber auch mit Möbeln. Ja. Und ich kann das alles machen, immer noch unter dem Begriff des Designs und muss mich nicht jetzt umbenennen oder so. Obwohl ich im Film dann auch Choreografie gemacht habe oder Musik in Auftrag gegeben habe oder so. Und das, also da ist das Feld einfach viel größer und von dem her natürlich auch für jemanden wie mich, der schon lange macht, angenehmer geworden. Du arbeitest seit einiger Zeit ja auch mit einer Partnerin im Betrieb. War das so als Entlastung gedacht? War das eine Folge der Größe des Unternehmens? Oder wolltest du auch quasi frisches Blut, auch neue Ideen hineinbringen? Was würdest du? Also so am Anfang würde ich sagen, war es so ein Zwischending zwischen, die Jessica hat für uns gearbeitet, damals schon 3 Jahre, sie war ausgezeichnet. Ich wusste, dass jemand, der so talentiert und auch so ambitioniert ist, mit der Zeit ihr eigene Studie aufmachen würde, so wie es auch ich gemacht hätte selber. Und bin durch den Prozess schon einige Male gegangen mit anderen talentierten Personen, also mit anderen talentierten Designern. Und der Prozess ist irgendwie langweilig geworden. Also ich wollte dem einmal einen Riegel vorsetzen. Aber hauptsächlich war natürlich, dass sie sehr außergewöhnlich talentiert war, auch außergewöhnlich einen klaren Verstand hat, die weiß, was in einer bestimmten Situation zu machen ist. Also Hausverstand eigentlich, was im Design sehr, sehr wichtig ist. Und da gab es nachher so Nebeneffekte, mit denen ich eigentlich nicht gerechnet habe von dem her, die aber sich für Studio ausgezeichnet ausgewirkt haben. Zum einen, dass sie eine sehr junge Frau und ich in der Zwischenzeit ein alter Mann bin. Die Kombination war für Kunden sehr interessant, weil sie im Prinzip zwei Generationen, zwei wirklich verschiedene Generationen, die Jessica ist gerade 30 geworden, ich werde 55 heuer, kriegen. Aber auch die Kombination ein Mann und eine Frau ist für verschiedene kommerzielle Kunden gut. Und ist es natürlich so, das war auch von Anfang an so, dass ich natürlich auch das Bestreben hatte, mich mehr in den selbstorganisierten Themen, also wie die Happy Show oder der Happy Film, mit denen zu beschäftigen und dass sie doch die Mehrheit der kommerziellen Arbeit macht. Es gibt so viele Erfolge in deinem Leben. Da darf ich vielleicht die Frage stellen, gibt es auch sowas wie einen größten Misserfolg? Größte Misserfolg. Oder etwas, was dich wirklich ärgert, ob das jetzt ein Auftrag ist oder vielleicht etwas, was daneben gegangen ist. Und dem du ich meine, wir haben einen Haufen Blödsinn gemacht. Also ich kann mich an einen erinnern, wir haben eine Einladung gemacht für die Gay and Lesbian Task Force in New York. In New York ist es ja sehr groß, die sehr teuren Gala-Dinners, wo ein Dinner, also so ein Charity-Dinner, halt dann zwischen 500 und 1000 Dollar kostet. Und da haben wir die Einladung dafür gemacht und die Idee war, dass man eine Banane, also eine richtige Banane, eine richtige Pflaume verpacken in rosarotem Papier. Und da steht dann, stehen da irgendwie, by your fruits you shall know them, und die wurden ausgeschickt. Und nicht damit gerechnet haben wir, dass das ganze Ding im Sommer in einer extremen Hitzewelle waren und dass die Pflaumen nicht in Saison waren. Und dann haben die einmal die Bananen bestellt und eingepackt und dann sind die Pflaumen
die mussten von irgendwoher eingeholt werden. Die haben dann zu lange gedauert, also wo die Pflaumen dann endlich gekommen sind, waren die Bananen braun. Und dann hat man neue Bananen geholt, bis dann waren die Pflaumen schlecht. Das ist wirklich viermal so hin und her gegangen. Bis sie noch glücklicherweise hat sich herausgestellt, dass ein Board-Member von der Gay and Lesbian Taskforce einen Schnell-Deliver-Service hatte, weil sonst hätte man sie nicht einmal mehr richtig zugestellt bekommen. Aber da gab es viele Tränen bei dem Ding. Ja. Damit es nicht nur bei so unglücklichen Projekten bleibt, vielleicht eines, auf das du richtig stolz bist. Also ich glaube, als Designer ist man natürlich immer am stolzesten auf die Dinge, die man gerade gemacht hat. Ja. Und von dem her würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich der Happy Film. Ja. Also, weil es auch die schwierigste Arbeit war, also von allen, die ich auch je gemacht habe. Auch für dich Neuland, nicht? Ja, absolut. Und sicher die Arbeit, wo ich am öftesten dran gedacht habe, die aufzustecken. Mhm. Die ich nur fertig gemacht habe, weil es glücklicherweise ein Nebenprojekt des Films gab, ja. Die Happy Show, ja. Wo das Feedback gut war, das mich dann wieder aufgemuntert hat, dann doch noch dabei zu bleiben. Mhm. Und weil es eine von den Arbeiten ist, oder vielleicht die Arbeit ist, von der ich am meisten wirkliches Feedback bekommen habe. Ja. Also ich habe in der Zwischenzeit hunderte Briefe. Und ich schätze das sehr, weil ich habe ja auch schon einige Filme gesehen, die mich beeindruckt haben, aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dem Regisseur oder dem Macher einen Brief darüber zu schreiben. Aber ich habe in der Zwischenzeit wirklich hunderte Briefe bekommen, teilweise von Leuten, die glaubwürdig gesagt haben, dass es einen Impact hat, dass der Film einen Impact auf ihr Leben gehabt hat. Und das ist natürlich, ich glaube, das, was sich ja jeder Designer wünscht, oder? Wobei du ja an sich, das haben wir vorher schon, also in der Vorstellung ist versucht, auch festzumachen, einerseits natürlich großartiger Grafiker, Designer bist, aber auch immer wieder in den Kunstbereich hineingegangen bist. Du hast jetzt die Happy Show erwähnt, die hat ja in Kunstmuseen stattgefunden, von Philadelphia bis Wien und war dort ein Riesenerfolg. Ich glaube, die bestbesuchte Ausstellung, die das Mark seit Jahren hatte. Wie siehst du dich jetzt selbst, nicht? Also in diesem Spannungsverhältnis von Kunst, Autonomie, kommerzielle Arbeit, Auftragsverhältnisse, Grafik oder Künstler, oder ist die Unterscheidung gar nicht wichtig? Also ich würde so sagen, wenn ich Zuschauer bin oder Betrachter, ja, dann ist mir die Unterscheidung überhaupt nicht wichtig. Mir ist es eigentlich egal, ob dieses Glas jetzt von einem Künstler gestaltet wurde oder das Bild an der Wand von einem Grafiker. Ja. Da geht es nur um die Qualität, ist es gut oder nicht gut. Jetzt selber als Macher muss ich natürlich eine Stellung dazu haben. Und da ist es für mich am einfachsten, einfach zu sagen, ich bin Designer. Ja. Weil ich bin auf die Designschule gegangen, ich leite ein Designstudio zusammen mit der Jessica Wolsch und wir sind doch im Großen und Ganzen bedienen wir uns der Medien des Designs. Klar machen wir, ab und zu sind wir im Museum, ja, aber an sich kommen wir eigentlich aus dem Design. Es gibt ja doch, also ich glaube, der beste Unterschied, den man sehen kann, ist der Funktion, oder? Der Donald Schad hat das so wunderbar gesagt. Vielleicht könntest du den Satz von Donald Schad. Ja, der sagt, Design has to work, Art does not. Also um ein Design zu sein, muss es funktionieren, die Kunst muss das nicht. Könntest du mir ein Projekt nennen von dir, jetzt wo du das Gefühl hast, die Grenze zwischen Kunst und Design hat sich dort aufgelöst? Wäre das die Happy Show? Auch der Happy Film vielleicht? Ja, also ich glaube, also ich würde jetzt den Happy Film nicht als Kunstprojekt bezeichnen, aber ich würde so gewisse Dinge, ich würde zum Beispiel sagen, die Bananenwand, die wir für den Jeffrey Deitch gemacht haben, die ist da irgendwo dazwischen, oder? Weil die hat eigentlich, die wurde für eine Galerie gemacht, also von der Auftrag, die haben wir, von der Auftraggeber-Situation war die eigentlich für die Galerie gemacht. Hat sie auch beworben letztlich. Ja, absolut. Ja. Und hatte außerdem, dass sie in der Galerie war, keine andere Funktion.
Während einige der anderen Sätze waren ja eigentlich von kommerziellen Auftraggebern bezahlt. Die konnte man aber dazu überreden, dass man kein Logo verwenden müssten, sondern dass die ihren Erfolg eigentlich wieder über die Presse bekommen haben. Mhm. Das wäre wahrscheinlich so irgendwo in der Grenze drin. Ja. Du hast mal auf deinen Bauch geritzt, Stil ist Furz. Das ist, glaube ich, schon lange her. Ja. Aber doch, man hat dennoch das Gefühl, es gibt so etwas wie einen Sagmeister-Stil. Und da stellt sich schon weiter die Frage auch. Einerseits ist man natürlich als Designer, aber es gilt auch für jeden Künstler, wird man festgemacht an einer Handschrift. Mhm. Ja? Also eigentlich an Kontinuität, an einer Marke. Ja. Gleichzeitig soll man sich aber immer wieder neu erfinden und soll auch ändern. Ja. Wie ist das für dich? Wie schwer ist das für dich? Und gibt es jetzt doch einen Stil, der nicht Furz ist? Ja, da gibt es jetzt viel zu sagen. Also zum einen habe ich da wirklich meine Meinung geändert. Ja, ja. Also ich glaube, dass der Stil kein Furz mehr ist. Das war also ganz am Anfang zu Studiozeiten. Ich glaube heute, dass der formale Ausdruck und damit auch der Stil sehr, sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Habe auch zu einem gewissen Teil meine Meinung über das Verändern und das Gleichbleiben geändert. Ja. Also es gibt einfach auch Leute, von denen ich sehr froh bin, dass sie eigentlich beim Gleichen geblieben sind und das vertieft haben. Also James Turrell wäre so einer oder sagen wir mal der Bob Dylan wäre so einer. Ja. Mhm. Wo ich das Gefühl habe, das ist viel besser, dass die nicht immer so herumgehüpft sind und dort einmal was halb ausprobiert haben und dort einmal was halb ausprobiert haben, sondern in der Schiene, wo sie waren, das wirklich vertieft haben. Ist es auch etwas, was du anstrebst jetzt? Ja, also das ist, irgendwann hatte ich mal die Schnapsidee am Anfang vom Studio, dass jedes Projekt einen eigenen neuen formalen Ausdruck braucht. Ja. Das ist natürlich, das hat sich schnell als absolut unmöglich herausgestellt und hat dazu geführt, dass man so versucht war, entweder historisch zu klauen, also im Prinzip einen neuen Historismus einzuführen, wo du im Oktober machst 50er Jahre und im November 70er Jahre und dann Jugendstil oder was auch immer. Ja. Oder noch schlimmer, du holst da Stile von anderen. Ja. Aber einen neuen formalen Ausdruck zu entwickeln für jedes Projekt, deshalb, ich glaube, es ist Menschen unmöglich. Ja. Also ich kenne zumindest niemanden, der das erfolgreich, weder in keinem Bereich, der das erfolgreich durchzieht. Manche natürlich besser wie andere. Also wenn ich mir jetzt in der Architektur wäre, ich jetzt zum Beispiel viel näher bei Herzog und Demeron, wo es doch relativ viele verschiedene lokale Richtungen gibt. Aber doch eine Linie. Aber trotzdem eine Linie, wie jetzt, sage ich mal, beim Gerry, wo jedes Ding irgendwie ein glänzendes Konglomerat kriegt oder so. Ja, ja. Jetzt kommen wir natürlich unweigerlich, wir haben ja Happy Film und Happy Show schon angesprochen, zu, glaube ich, zwei sehr wichtigen Themen in deiner Arbeit und deinem Leben, das ist das Glück und natürlich in letzter Zeit auch die Schönheit. Mhm. Macht gutes Design glücklich, dich glücklich? Müsste ich wahrscheinlich zwei Antworten geben, also die als Macher auf jeden Fall. Mhm. Also wenn mir etwas gelingt, von dem ich zumindest mal zeitweise denke, das ist gelungen, das erfreut mich sehr. Also das jetzt als Benutzer von Design glaube ich auch. Mhm. Ich bin in einer guten, unter Anführungszeichen, Umgebung in besserer Stimmung. Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Hallenbad von Peter Zumthor in Wals gehe, ist das Erlebnis ein besonderes und vielleicht sogar, ein geschwollenes Wort, ein erhabeneres, als wenn ich jetzt einfach nach Dornbirn ins Wellnesscenter gehe. Ganz klar.
Ja. Also mit Glück verbunden. Ja. Ja. Du hast ja diese Ausstellung gemacht, zum Glück, auch den Happy Film, und hast den Happy Film auch in mehreren Gesprächen als Selbstversuch bezeichnet. Mhm. Vielleicht zu diesem Begriff Selbstversuch, weil es hat ja auch mit Psychopharmaka, mit Drogen, Meditation, Ähnlichem mehr zu tun. Vielleicht dazu etwas zu sagen, der Selbstversuch quasi zur Glückserreichung. Ja. Also ich habe natürlich im Vorfeld vom Film einen Haufen Bücher gelesen, habe mit vielen Wissenschaftlern gesprochen, bin draufgekommen, dass immer wenn eine Wissenschaftlerin von sich selber gesprochen hat, hat mich das Buch viel mehr interessiert. Viel mehr, als wenn sie irgendeine Studienauftrag gegeben hat. Und hat gedacht, also auch durch die Lektüre von einem besonderen Buch von der Happiness Hypothesis von Jonathan Haidt, der da sehr klar geschrieben hat, die drei effektivsten Methoden, um sein eigenes Wohlbefinden zu erhöhen, wären in seiner Erfahrung Meditation, kognitive Therapie und Medikation. Also, und Drogen. Ja. Und da haben wir gedacht, super, das könnte eigentlich ein gutes Gerüst für einen Film sein. Ich probiere die drei Dinge aus und schaue, ob er recht hat. Und das war dann im Prinzip auch so. Es ist dann natürlich das Leben dazwischen gekommen und alles ist wieder mal ganz anders passiert als am Anfang des Filmes angenommen. Aber alle drei Dinge haben das Wohlbefinden gesteigert. Es haben alle drei Dinge funktioniert. Nicht in einer radikalen Art und Weise, wie das ab und zu kolportiert wird. Also ich würde sagen, keine dieser Dinge hat mein Leben total umgekrempelt, aber alle drei haben auf andere Weise funktioniert. Und zwar, da würde ich sagen, die Meditation, nicht während der Meditation, aber im Rest vom Tage, wenn ich am Morgen meditiert habe, hat das irgendwie durch diesen Ruhepunkt ermöglicht, dass ich über größere Dinge nachgedacht habe. Und so Dinge wie erfreuliche und unerfreuliche, wie was mache ich mit dem Rest vom Leben, Tod, will ich Kinder, größere Themen. Ja. Kognitive Therapie, ich war davor noch nie in Therapie, hat mir so irgendwie wie einen Joker in die Tasche gegeben, weil ich draufgekommen bin, also und selbst erlebt habe, dass ich Dinge, die ich an mir verändern will, auch wirklich verändern kann. Mit der Hilfe der Therapeutin. Und die Medikamente? Und die Medikamente haben bei mir wahrscheinlich zu gut funktioniert. Ich glaube, ich war auf einer zu hohen Dosis. Aber auch ich könnte mir auch das wieder vorstellen. Aber das gibt es also inzwischen wieder abgesetzt. Das ist wieder alles, das ist wieder abgesetzt. Ja, es gibt ja das Wiener Lied, das Glück ist ein Vogel. Und da stellt sich die Frage, ist das Glück jetzt fremdbestimmt oder ist es mehr selbstbestimmt? Ist es Talent oder ist es Schicksal? Ist es angeboren oder reiner Zufall? Wie siehst du das nach all diesen Experimenten? Also grundsätzlich, glaube ich, sind die meisten Psychologen sagen, ungefähr die Hälfte ist genetisch. Ja. Mit dem habe ich mich nicht wahnsinnig beschäftigt, weil da kann ich nichts machen. Also ich kann mich nur mit den anderen, mit der anderen 50% beschäftigen. Und auch dort natürlich, da kannst du immer noch was machen, weil selbst ich kann natürlich, auch wenn ich untalentiert bin im Rennen, mit ordentlichem Training immer noch einmal einen Marathon rennen. Ich habe das probiert, das hat funktioniert, obwohl ich relativ unsportlich bin. Also ich kann in meinem eigenen Bereich natürlich meine Möglichkeiten sehr ausbauen. Insgesamt glaube ich, dass das irgendwo dazwischen liegt. Also dass mein im Film ausprobierter, so das direkte Verfolgen des Glücks, nicht unbedingt so erfolgreich wie das Aufbauen von gewissen Plateaus in Bereichen ist. Und ich kann das kurz erwähnen, das war eigentlich das Ende des Buches von Jonathan Haidt, die ich aber erst viel später verstanden habe, obwohl sie zweimal im Film erwähnt worden ist. Und der Jonathan sagt, das Glück kommt im Prinzip von dazwischen, von dem Dazwischen, vom In-Between. Und ich müsste also schauen, dass ich
meine ganzen Beziehungen, die von den entfernten Verwandten bis zu den ganz guten Freunden, bis zur Familie oder einem Liebhaber, dass ich die alle auf ein Plateau, auf einen stellen kann, wo hier und da das Glück von dazwischen rauskommt. Und das Gleiche müsste ich machen mit der Arbeit und das Gleiche müsste ich machen mit etwas, was größer ist als ich. Für viele Leute ist das Religion, ich bin nicht religiös, das wäre also für mich eher sowas wie ein Kurs, also eine, Entschuldigung, eine Aufgabe, die eine wichtig Aufgabe, ist, die einfach größer ist. Und ich meine, wenn ich es genau anbetrachte, ist es natürlich auch irgendwie banal, oder? Aber, na klar, wenn ich auf einer hohen Ebene bin in allen meinen Beziehungen und in der Arbeit und wenn was größer ist, na klar wird es mal gut gehen. Aber trotzdem muss man es anstreben wollen. Ja. Und trotzdem, und ich glaube, man muss es auch richtig verstehen. Und ich habe es, obwohl ich es natürlich immer gewusst habe, erst richtig kapiert, wo ich vor 7, 8 Monaten in Mexico City mit dem Sabbatical angefangen habe und mal auf der Suche war, was ich denn, mit was ich mich beschäftigen werde. Und dann relativ flott, also am ersten oder zweiten Tag, mich für die Schönheit entschieden habe. Weil es mir klar geworden ist, dass das ein Thema ist, das mich in allen Bereichen dazu, in allen drei Bereichen dazu zwingen wird. Es ist größer als ich selber. Es ist, hat mit der Arbeit was zu tun und ich werde wahnsinnig viele Leute einbinden müssen damit in dieses Projekt, sowohl privat als auch arbeitsmäßig, um so ein großes Projekt auf die Füße zu stellen. Das heißt, wir können uns freuen auf eine Ausstellung, die mit Schönheit zu tun hat und vielleicht sogar auf einen Film. Also sicher auf eine Ausstellung und sicher auf ein, so eine Art NGO, also eine Organisation, die die Ideen oder Strategien der Ausstellung auch versucht in der Wirklichkeit zu beweisen, indem sie auf vernachlässigte Gegenden, wo die Ausstellung stattfindet, in der Stadt, wo die Ausstellung stattfindet, verschönert. Und hoffentlich auch beweisen kann, was das dann für diese Gegend bedeutet. Weil Schönheit ja weit über die körperliche Schönheit Also wir fällt quasi, du hast vorher erwähnt, also im Gespräch vor dieser Sendung, der Schönheitschirurgen letztlich hinausgeht, aber nicht auch diskreditiert war. Schönheit ist ein Thema, das man nicht so gerne angegangen hat. Ja? Und da finde ich es toll, dass du das wieder aufgreifst. Ja. Wir sind eigentlich am Ende der Sendung. Ich habe eine letzte Frage noch. Und zwar werden wir in einigen vielen, vielen Jahren Stefan Sagmeister in Bregenz am See spazieren gehen sehen und die Enten füttern? Oder ist das keine Vision für dein Leben? Kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin ja jetzt im Bregenzer Wald für die nächsten 3 Monate noch und fühle mich sehr, sehr wohl hier. Ja, Stefan Sagmeister, herzlichen Dank für das Gespräch und Dankeschön. Ihnen danke fürs Zuhören.